Hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Lechtal hier in Tirol. Vielleicht hören Sie es im Hintergrund, der Lech fließt direkt hier an uns vorbei sozusagen, denn wir dürfen heute das wahrscheinlich intelligenteste Hotel hier im ganzen Lechtal besuchen. Komplett neu, ausgestattet mit Loxon, Sterewirts Hauserei. Von A bis Z mit Loxon automatisiert, komplett umgebaut und wir schauen uns das heute mal genauer an. Und wie soll es anders sein bei einem mit Loxon automatisierten Gebäude? Man geht hier nicht rein wie in jedem anderen Haus, sondern wir haben hier unseren NFC Code Touch, wo wir ganz einfach über einen Zahlencode rein können oder mit dem NFC Keyfob oder natürlich ganz einfach über die Loxon Intercom. So kommt man jederzeit rein, auch wenn die automatische Tür nicht geöffnet ist. Gehen wir rein, gucken wir es uns an. In 14 Monaten Bauzeit haben Hotelier Guntram Hauser und sein Team ein Wohlfühlhotel der Extraklasse geschaffen. Insgesamt 12 Zimmer und Suiten stehen für die Gäste bereit und sind allesamt mit der Haus- und Gebäudeautomation von Loxon automatisiert. Also auf Loxon bin ich gekommen, weil wir 2018 unser Privathaus gebaut haben. Und da habe ich das erste Mal von Loxon gehört und habe mir das nachher beim hiesigen Elektroinstallateur angeschaut und habe mir gedacht, das ist eine coole Sache, taugt mir. Und später nachher beim Plan des neuen Hauses hier haben wir gesagt, das passt da super rein, auch zum Thema Nachhaltigkeit, weil man Energie sparen kann mit Loxon. Da haben wir gedacht, das bauen wir da auch ein. Vom Präsenzmelder über die Pendulum Slim, LED-Streifen, RGBW-Spots oder auch Touches findet sich das komplette Loxon-Spektrum sowohl vor als auch hinter den Kulissen des Hotels. Um modernsten Ansprüchen hinsichtlich Energieeffizienz, Bedienbarkeit, Einfachheit und Flexibilität gerecht zu werden, war schnell klar, dass mit Loxon ein allumfassendes System zur Steuerung des Hotels benötigt wird, das sich individuell anpassen lässt. Also individuell gelöst haben wir zum Beispiel unsere Hot-Tubs, wo wir im Außenbereich haben. Die kann der Gast nachher je nach Belieben selber befüllen mit frischem Quellwasser aus den Lechtaler Alpen und kann es auch wieder auslassen, wie er es braucht. Und das ist einfach für uns bequem und für den Gast bequem. Und vor allem hat er keine Chemikalien im Wasser, die wo dann nachher vorhanden sind, wenn man zum Beispiel Chlor oder sowas hat. Wir haben zum Beispiel jetzt im Winter, wenn es sehr kalt war, haben wir festgestellt, dass uns das Abfluss, die Abflusseinrichtung eingefroren ist. Und mit Loxon hat man das eigentlich leicht lösen, weil wir gesagt haben, okay, wir lassen die ersten 20 Liter heißes Wasser durchlaufen. Somit war kein gefrorener Zustand mehr da und nachher hat sich der Abfluss problemlos geschlossen. Also der TouchPure Flex ist insofern super für unsere Mitarbeiter, weil man durch spezielle Tastenkombinationen einfach den Außenpool reinigen kann. Nachher mit weniger Wasser, also die können zum Beispiel bei viermal betätigen, kommen 30 Liter Wasser, wo sie mal vorwaschen können, nachher nochmal 30 Liter, um den ganzen Pool sauber machen. Im Barbereich haben wir auch einen TouchPure Flex, wo der Mitarbeiter das Licht regeln kann, die Musik verändern kann, die Lautstärke verändern kann. Ja, das ist eigentlich auch eine ganz feine Sache für die Mitarbeiter. Betreut und realisiert wurde der Sterewirt am Lech von unserem Loxon-Partner EWR Technik GmbH und insbesondere Roland Hauser, der die ganze Bandbreite der Haus- und Gebäudeautomation von Loxon ausnutzen konnte. Insgesamt kommen hier 20 Miniserver, 52 RGBW-Dimmer, 3 Audioserver, 48 Stellantriebe, 62 Präsenzmelder und vieles mehr zum Einsatz. Also wir haben von der Beleuchtung die ganze Heizungsregelung, von der Einzelraumregelung angefangen, bis zum Heizkessel, der ist mit Pellets befeuert, haben wir einbunden, die ganze Lüftungsanlage, Sauna-Notruf bis hin zur Beschattung, Audio. Also die ganze Bandbreite, was in so einem Hotel eigentlich umgesetzt wird, haben wir da einbunden. Also wir haben im Schaltschrank selber im allgemeinen Bereich abgebildet, so die Gänge. Wir haben in jedem Zimmer einen Miniserver eingesetzt, aus dem Grund einmal die Ausfallsicherheit. Zweiter ist der Verkabelungsaufwand. Wir fahren eigentlich nur mit einem Stromkabel und mit einem Cut-Kabel rein. Wir haben einen Großteil Loxon-Produkte eingesetzt. Die eine oder andere Beleuchtung, was halt dem Architekt besser gefallen hat, haben wir über die Dali-Extension eingebunden. Aber sonst die RGBW-Spots, die Pendulum Slim, die Produkte haben alle so gefunden.
Also hier im Heizraum haben wir einen eigenen Miniserver verbaut. Wir haben einen Heizkessel, genauso wie die Lüftung, mit Modbus DCB einbunden. Wir fragen die Vorlauftemperatur mit OneWire ab und steuern dann die Pumpen bzw. regeln die Mischer dementsprechend. Für Benedikt Huber von EWR Technik war es das erste richtig große Projekt, das er mit Loxon begleitet hat. Die Vorteile vom System liegen für ihn auf der Hand. Das Loxon ist gegenüber von konventionellen Systemen eigentlich zum Erlernen, für die Programmierung ist es eigentlich nicht so schwer wie viele anderen. Bei der Programmierung kann man sich viel Arbeit versparen durch die Bausteine, die es schon gibt bei Loxon. Da sind halt viele Logiken schon hinterlegt, die man dann schon fertiger hernehmen kann. Ich bin da das erste Mal in das Programmieren eingestiegen ein bisschen und die Sachen, die ich selber habe können programmieren, habe ich vor Ort gemacht und was ich nicht selber habe machen können oder wo ich Hilfe gebraucht habe, habe ich den Kollegen mit Fernzugriff hinzugenommen und er hat es dann umgesetzt von der Ferne und ja, und so habe ich da halt auch mitgelernt wieder, oder? Ja, wir befinden uns jetzt hier in einem der smarten Hotelzimmer. In jedem davon findet sich ein Miniserver, das haben wir schon gesehen, aber in jedem davon findet sich auch ein TouchPureFlex an der Wand. Wieso? Der TouchPureFlex eignet sich wunderbar für Projekte wie Hotels. Ein Taster an der Wand, über den alle Funktionen im kompletten Zimmer gesteuert werden können. Wir brauchen keinen einzelnen Taster mehr für die Beleuchtung, für die Beschattung, für die Klimatisierung, kein Thermostat mehr, sondern das funktioniert alles hier. Ich tippe auf den Zip-Screen, dann fährt die Beschattung nach unten. Ich kann den Hot-Tube außen auf dem Balkon ein- und ausschalten, die Balkonbeleuchtung. Ich kann mich durch verschiedene Lichtszenen schalten oder auch die Temperatur individuell auf meine Bedürfnisse einstellen. Selbsterklärend und einfach. Und genau das ist unser Stichwort, denn auch der Hausherr, der Hotelier selber kann jederzeit über die Loxon-App individuell, einfach und selbsterklärend in die Programmierung eingreifen. Ja, die Loxon-App ist insofern eigentlich eine super Sache, weil ich alles im Blickfeld habe, egal wo ich bin, ob ich jetzt zu Hause bin oder in Venedig sitze, ich kann immer schauen, was geht ab bei mir im Haus. Zusätzlich ist der Automatikdesigner eine ganz feine Sache, wenn man also Lichtszenen setzen möchte. Und da kannst du eben ohne Elektriker kannst du selber deine Geschichten zusammenbauen und kannst schon testen, funktioniert es oder funktioniert noch, du kannst ein bisschen umbauen und das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Zum Thema Anlieferung haben wir eigentlich das so geregelt, dass die Lieferanten einen Code bekommen, mit dem können sie sich einwählen. Bei mir kommt die Mitteilung auf die App, dass der Lieferant so und so jetzt eingetroffen ist und das habe ich eigentlich nach oben im Blickfeld. Das Garagentor fährt automatisch auf, bleibt für 20 Minuten geöffnet. Heißt für mich, ich muss nicht unbedingt da sein. Der Lieferant kann seine Waren gut verstauen und nach 20 Minuten geht alles wieder zu, alles ist geschlossen und das ist eigentlich eine feine Sache auch. Ja. Im großzügigen Wellnessbereich funktioniert alles vollautomatisch. Damit alles auch so funktioniert wie gewünscht und der Gast sich entspannen und wohlfühlen kann, ohne dass er was davon mitbekommt, ist die Ganzheitlichkeit des Loxon-Systems entscheidend. Also hier im Wellnessbereich haben wir die komplette Beleuchtung wiederum umgesetzt. Klimaregelung, also Einzelraumregelung, Lüftungssteuerung, Saunasteuerung. Also die Saunasteuerung haben wir mit einem Temperatur- und Feuchtesensor eingebunden. Genauso ein Notruf. Der Kunde kann das Ganze zeitlich steuern, wenn die Gäste kommen, dass die Sauna schon auf der gewünschten Temperatur ist. Und selbst die Tiefgarage hier unten wurde intelligent automatisiert. Die Beleuchtung funktioniert natürlich präsenzgesteuert und zum Teil über unsere Loxon RGBW-Spots. Sie sehen im Hintergrund unsere quadrale Wall-Speaker für den richtigen Sound und das Tor zur Tiefgarage geht auf über den NFC-Code-Taster oder die Intercom an der Einfahrt. Ja, das war unser Rundgang hier durch Sterawirts Hauserei. Vielen Dank, Roland, dass du uns das Projekt eingesendet hast. Super cool umgesetzt und auch Dankeschön, Guntram, dass wir uns das hier so detailliert anschauen durften. Ich drücke weiterhin die Daumen, dass das Hotel so gut ankommt, wie es auch verdient hat und viel Erfolg dir.
Vielen Dank. Ja, und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo auf unserem YouTube-Kanal. Wenn Sie mehr wissen wollen rund um die Haus- und Gebäudeautomation von Loxone, egal ob das jetzt ein Hotel ist, ob das ein Restaurant ist, ob das vielleicht ein Wohnungsbau ist oder ein Einfamilienhaus, dann einfach mal einen Termin beim Loxone-Partner in Ihrer Nähe ausmachen oder alle Infos online nachlesen auf unserer Website loxone.com. Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.